Hey Leute, ich bin aus meinem ekelhaften Sumpf zurück und das ist wieder mal für mich ein Zwischenvideo, weil ich an einem anderen Projekt sitze. Und dieses Zwischenvideo umfasst zwei Influencer. Schon wieder Aline Bachmann, das wird doch nie alt, oder? Und Bastian Jotta, let's go! Ey Nigga, wer bist du, dass du mir vorschreiben darfst, was ich zu essen habe? Okay, das Video ist werbeunfreundlich und wird wahrscheinlich gesperrt. Check. Nee, jetzt mal ernsthaft. Was nimmst du dir raus, das N-Wort zu verwenden? Warnung, es könnte beleidigend werden. Sag mal, bist du grenzdebil oder ist es einfach der normale Sprachgebrauch? Ich meine, damals, wo du deutlich mehr auf den Rippen hattest, das ist kein Fatshaming, hattest du sogar eine positive Persönlichkeit. Das einzig Positive an dir ist, dass du mir Content ab laufendem Band bescherst. Ich könnte meinen Kanal auf deine gesamte Existenz aufbauen. Zudem hat mich eine Zuschauerin von mir aufmerksam gemacht, dass du illegale Glücksspiele auf TikTok betreibst. Ganz ehrlich, schäm dich. Dafür habe ich einige Clips von Perjax. Viel Spaß. Bitte die raushauen, die hier Lynn kommentieren. Oder Perjax. Mal gucken, ob mir heute noch irgendjemand ein Riesenrad schickt. Also ich glaube, das ist das krasseste Geschenk, was man hier kriegen kann. Wer mir heute wirklich jetzt noch gleich ein Riesenrad schenkt, den folge ich auf Instagram und tue ihn auch in meiner Story teilen. Weil das ist Support as fuck. Also das ist echt, das wäre krank. Es sind gerade mal 20%. Ja, viele denken, man wird hier wirklich Millionär, wenn man hier... Leute, schenkt ihr bitte keine Geschenke, bitte nicht. Wie viele sich darüber aufregen. Leute, das ist dieselbe Frau, die letztens das hier gesagt hat. Die Rosen sind doch kostenlos. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nie aus, was hier was kostet. Und wenn die Rosen kostenlos sind, trotzdem. Chrissy, vielen, vielen Dank. Das ist mein Lieblingsgeschenk. Das Herzchen. Das Riesenrad kostet 55 Euro. Also musst Münzen im Wert von 55 Euro kaufen, um ihr dieses Riesenrad zu schenken, wenn du komplett da oben irgendwas nicht richtig ist. Ey Nigga, wer bist du, dass du mir vorschreiben darfst, was ich zu essen habe? Wirklich furchtbar. Das N-Wort sagen, also das ist auch sowas. Das habe ich niemals gesagt. Viele wissen gar nicht, in welchem Affekt ich das gesagt habe. Das ist ganz, ganz schlimm. Da wird ein kleines Video-Ausschnittchen gepostet und wird gesagt, der Aline ist hier, was hieß es? Was wurde gesagt? Ich habe was gegen, ist ja auch egal. Also Leute, die mich kennen von Anfang an, wissen, wer ich bin. Und ich habe sogar mit solchen Leuten so schon Videos gedreht. Also wirklich, genau, transphob bin ich ja auch. Ich bin ja alles. Ich bin transphob, ich bin das, mir wurde ja schon alles vorgeworfen. Alles. Immer schön rausreden. Naja, ich darf mich doch rausreden. Wenn irgendwelche Lügen verbreitet werden, darf man sich doch rausreden. In welchem Affekt dieses N-Wort gefallen ist, das fragt keiner. Es wird nur geurteilt und gut ist. Also, und den Leuten kann man es einfach nicht recht machen. Und es ist mir egal, was ihr sagt. Die Menschen, die mich von Anfang an begleiten, wissen, wer ich bin. Damit wäre erstmal das Thema Bachmann abgeschlossen. Vorerst. Jetzt kommen wir zu Bastian Jotta. Ich habe jetzt so zwei Videos, weil TJ, Tim Jacken, ein unfassbar geiles Video rausgehauen hat. Link in der Beschreibung. Ich nehme nur zwei Videos und zwar Bastian Jottas Männerbild im Jahre 2017. Quelle Facebook. Wer benutzt heutzutage Facebook? Egal. Was glaubst du, was dich von anderen Männern unterscheidet? Das kann ich euch ganz klar sagen. Da draußen, und das ist jetzt mal wieder Jottas Speaks Klartext, es gibt keine wirklichen Männer mehr. Da draußen sind alles, fast alles Waschlappen. Metrosexuelle Waschlappen. Verstehst du? Ziehen so enge Hosen an, dass sie nicht mal einen Ständer kriegen können, weil ansonsten platzt die Hose. Nummer 2. Sind im Club mit ihrem Strohhalm. Habt ihr schon mal Arnold Schwarzenegger mit dem Strohhalm trinken sehen? Wie schwul schaut das denn aus? Nichts gegen Schwule, die können Strohhalm saugen, ne? Aber ein richtiger Mann saugt nicht am Strohhalm. Wie definiert man männlich? Damals so, ich hab einen Penis, ich bin ein Mann. Heute so, weite Hosen und kein Strohhalm. Weil das laut Bastian Jotta schwul aussieht. Ich hasse Homophobie. Gott, Bastian, wir beide sollten uns ernsthaft unterhalten. Bro, du bist einiges, aber nicht befugt zu entscheiden, was männlich ist und was nicht. Ich schieße rauchen jetzt auch schwul in Jottas Augen. Ich meine, das sagt man ja an einem Schlauch. Dann müssen sie sich erstmal antrinken, um ein Mädel anzusprechen. Aber es funktioniert nur im Club. Auf offener Straße ziehen sie einen Schwanz ein.
Ein richtiger Mann muss ein richtiger Mann sein. Für mich ist ein richtiger Mann, der für die Frau provided. Versteht ihr? Ein richtiger Mann muss in der Lage sein, für die Frau zu sorgen. Finanziell. Wenn die Frau arbeiten will, dann ist das ihre Entscheidung, dann darf sie das. Aber sie muss nicht arbeiten, weil der Mann es nicht... Verstehst du? Klassische Rollenverteilung. Ein Mann muss beschützen, providen und für die Frau da sein. So, dass die Frau sich sicher und safe fühlt und den Freiraum hat, sich als Frau entfalten zu können. So sehe ich das. Ganz klare Sache. Ja, ein Club hat auch eine andere Stimmung als auf der Straße. Wenn man in einem Club ist, dann ist man... Dann sind Sprachenlernen Bubble. Die Menschen in den meisten Fällen eher extrovertiert. Und dann lernt man auch eher Leute kennen, als auf der Straße hingehen. Möchte doch niemand angesprochen werden. Das hat so ein richtig komisches, weirdes Feeling. Wenn du auf der Straße plötzlich angesprochen wirst von so einer fremden Person. Ich meine, ich würde es unnormal komisch finden. Würde mich eine Dame ansprechen und sagen, hey, du bist mir aufgefallen. Könnte ich vielleicht deine Nummer haben? Ich würde zum ersten Moment gar nicht checken, was abgeht. Würde erstmal denken, versteckte Kamera, ich sag lieber nee. Und es könnte theoretisch meine Traumfrau gewesen sein, ohne dass ich es wüsste. Aber, gehen wir mal auf das klassische Männerbild. Der Mann muss für die Frau sorgen. Der muss. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Cool, dass Bastian Jotta selber nicht für seine Frau sorgen kann und sie alles bezahlt. Ha! Du Lappen! Männer, ich muss wahrscheinlich einen Kurs machen. Wie du ein richtiges Alpha-Typ bist, wie du ein richtiger Mann wirst, wie der Mann sein kann. Wir hatten damals die Emanzipation und jetzt sind die Frauen sind ja mehr Männer geworden. Die Frauen sind mehr Männer geworden. Unfassbar. Das darf doch nicht sein, oder? Nein, Männer, seid wieder Männer. Soll ich einen Kurs drüber machen? Wahrscheinlich muss ich das. Also. Kann man diesen Typen bitte das Mundwerk stoppen? Ich krieg gleich einen verdammten Anfall bei dem, was er sagt. Video Nummer 2. Bastian Jottas Money Kurs. Der Google-Spezialist. Abzocke. Aber Ihr Datensatz ist nicht verifiziert. Das erste Fragezeichen, was aufgeht, ist, ja, wie verifiziere ich das denn? Das ist ganz einfach. Wenn es nicht verifiziert ist, besteht die Gefahr, dass es sehr bald aus der Google Search Engine rausgeschmissen wird. Wie verifiziere ich es? Entweder das Programm, die Seite oder die App erklärt es. Man kann auch im Internet recherchieren oder man fragt Leute, die mehr Kenntnis darüber haben. Und nein, Bastian, du gehörst nicht zu den Leuten, die ich fragen würde, wie man irgendwas verifiziert. Und du bietest dem an, gegen eine Pauschale von 150 Euro diesen Datensatz zu verifizieren. 150 Euro, um mich zu verifizieren? Den Mist macht man kostenlos. Eine Verifizierung kann jeder erreichen. Selbst ein Simex hat es geschafft. Ich möchte und werde nicht weitermachen. Ich bitte um euer Verständnis.